Ja, und damit hallo und servus, willkommen zurück im Let's Play Assassin's Creed Odyssey zum bereits 50. Part. Oh Mann, Alter, ist das krass. Das Spiel dauert noch ewig. Wir sind schon im Part 50. Wenn ich das so rechne, 50 Parts, immer so 30 Minuten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das wird, glaube ich, mein bislang längstes Let's Play, wenn man das so nehmen kann. Und vielleicht auch noch die DLCs dazu. Denn das Spiel, das haut mich einfach um. Verlassenes Lager. Alpha-Tier erledigen. Okay, nee. Brauche ich nicht. Ich will direkt zur Quest. Außer es gibt ja noch andere Fragezeichen. Sieht nicht so aus. Aber dass die Löwen da einfach auf die andere Insel rüberschwimmen, das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Aber gut, wird schon so sein. Wenn die das so sagen. Nehme ich mir gleich mal. Oh. Wer bist du denn? Erstmal den Wolf erledigen. Ah, das ist kein Wolf. Das ist ein Luchs oder so. Angriff ist die beste Verteidigung. Weiches Leder. Kann ich mit dir reden? Ja, kann ich. Was machst du hier? Diese Insel ist gefährlich. Gefährlich für dich vielleicht. Meine Brüder kümmern sich um mich. Meine Brüder? Du meinst die Löwen? Ja. Früher haben wir zusammen gejagt. Nun, da ich krank bin, jagen sie allein und bringen mir Fleisch. Sobald ich gesund bin, schließe ich mich ihnen wieder an. Es geht mir schon viel besser. Die Löwen greifen ein Dorf auf der gegenüberliegenden Küste an. Ihr Anführer hat mich geschickt. Weißt du, was diese Bestien dort tun? Löwen tun, was Löwen tun? Doch ich schätze, wenn es mir besser ginge, müssten sie nicht für mich jagen. Die Rinder eines Olivenbaums wäre eine gute Arznei. Ich tue, was ich tun muss und töte dich. Das will ich aber nicht. Ich tue, was die Dorfbewohner wollen und töte die Löwen. Erstmal die Arznei bringen. Ich besorge dir die Arznei. Sobald es dir besser geht, sollte dieser Löwenfluch gebrochen sein. Danke. Im Westen der Insel steht ein großer Olivenbaum. Er soll von Athena persönlich gepflanzt worden sein. Okay. Also so badass war das jetzt leider nicht. Aber egal. Aber ich will ihn nicht einfach umbringen für nichts. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. So. Das sollte diesen Mann heilen. Ja, werden wir sehen. Die Rinde eines Olivenbaums. Ich glaube nicht, dass das irgendwie heilende Kräfte oder so besitzt. Und ich nehme an, er hat einfach zu viel rohes Fleisch gegessen. Hier, das sollte deine Krankheit heilen. Danke. Sag den Dorfbewohnern, dass meine Brüder nicht mehr jagen werden. Das will ich hoffen. Okay, ich glaube, ich werde mich einfach gleich rüber teleportieren. Brauche ich nicht mit dem Schiff rüber schippern. So, hier, Schnellreise. Geht fixer. Bin ich mir absolut sicher. Ein neuer Auftrag erwartet dich. Fähigkeit Höchstleistungsangriff. Bündle deine ganze Kraft in einen spektakulären Angriff. Probiere diese Fähigkeit mit unterschiedlichen Waffen aus, um ihr volles Potenzial auszuloten. Ja, das brauche ich später noch. Also dieser Höchstleistungsangriff. Ja, der ist schon ziemlich cool, aber da warte ich noch auf die ganz besondere Waffe. Ich hoffe, die kriege ich in diesem Durchgang auch. Denn die habe ich dann bis zum Schluss genommen. Ziemlich zum Schluss habe ich die zwar erst bekommen, so auf Stufe 48 oder so.
Aber die haut einfach so dermaßen rein. Ich hoffe, die bekomme ich wieder. Habe ich von einem Kopfgeleger bekommen. Der war ziemlich schwer. Gebe ich zu, aber das ist es wert. So, und ich hoffe es wirklich, dass die Löwen jetzt die Insel nicht mehr angreifen. Denn sonst muss ich da nochmal rüber und sie trotzdem mal erledigen. Aber es ist auch ein Fluch der Götter. So einfach ist das zu erklären. So, will ich da jetzt außen rum? Oder schwimme ich? Ich schwimme einfach. Keine Ahnung, ob das schneller geht. Ich hätte mir auch das Boot nehmen können, aber bis ich wieder beim Boot bin, bin ich drüben auch schon. So, bin auch schon drüben. Wunderbar. So, Alte. Die Löwen töteten auf Befehl ihres Anführers. Ich half ihm. Und er hat sie zurückgerufen. Das ist ja bizarr. Ein Mensch steckte hinter unserem Fluch? Jedenfalls freut es mich, dass du dich darum gekümmert hast. Hier, nimm dies. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss zurück zu dieser seltsamen Frau und ihr Bericht erstatten. Sprich mit der rätselhaften Frau. Das ist eine ganz schön lange Quest, muss ich sagen. Ja. Einfach wieder zurück. Ich glaube aber, dass ich hier die Fragezeichen... Ich werde erstmal die Fragezeichen abklappern. So. Denn wenn schon am Weg liegt, warum denn nicht? Und vielleicht bekomme ich auch wieder eine antike Stele für den Fähigkeitenpunkt. Und das ist unabdingbar. Die muss man unbedingt ja alle mitnehmen. Sonst kann man das mit... Allein mit Stufenaufstieg kann man nicht alle Fähigkeitspunkte. Alter, wo reite ich denn hin? Ich reite immer weiter weg, aber das dürfte anscheinend der beste Weg sein. Eigentlich ist es der einzige Weg. Ja, aber es wird schon der beste Weg sein. Ich vertraue einfach mal wieder auf meinen Navi. Ich lasse mal den Hausverstand außen vor. Ach komm. So, jetzt querfällt ein. Sollte doch funktionieren. Das habe ich schon gesehen. Holz. Braucht man immer. Wenn sich die Gelegenheit bietet und man gerade irgendwo vorbei reitet, wo es Holz gibt, dann sollte man das auch mitnehmen. Für Pfeile unabdingbar. Um sie herzustellen. Okay, das ist nur ein Lager. Aber jetzt wissen wir, was hier auf uns wartet. So, es gibt ganz schön viele Fragezeichen. Aber mit dem Pferd muss man echt sagen, geht's doch einigermaßen. Und so hügelig ist es jetzt auch nicht, oder so bergig eigentlich. Hügelig schon, aber nicht bergig. Da geht das alles schon. So, was wartet hinter diesem Hügel auf uns? Ein Lager. Lager. Das Papa-Lager. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. So, und hier, das sieht doch sehr nach einem Grab aus. Ella. Und was ist es? Und es ist Agamemnons Grab. Siehste, zahlt sich schon wieder aus. So, hier einfach rein. Und ja, die muss man unbedingt machen für den Fähigkeitenpunkt. Das ist einfach so geil. Gibt mir einfach so einen gratis Fähigkeitenpunkt. Naja, gratis vielleicht nicht. Man muss ja schon was machen dafür. Okay, da geht's dann wieder raus. Alles klar. Na dann. Gehen wir doch einfach hier weiter. Was haben wir hier? Was für ein Rätsel erwartet uns hier? So, bin ich hier drüber? Nee.
Bin ich... Ja, von hier bin ich gekommen. Okay. Das Ding muss man jetzt hier schieben, damit man da wahrscheinlich rüberkommt oder irgendwo rauf. Ich glaube, hier soll es reinkommen. Dann kann ich hier... Okay. Ah, ich verstehe schon. Gut. So. Der Weg ist versperrt. Ach, komm, ja. Oh. Ist das im Weg? Da muss man jetzt sehr viel absetzen und wieder aufnehmen. So. Dann hier so. Nein. Ziehen! Rührt sich nicht. Ziehen! So, dann wieder auf die andere Seite. Und hier wieder drücken. Damit man eben nicht auf die Dinger tritt. So. Und wieder ziehen. So. Ablassen. Okay, dann wieder hier so rum. Das rüber. So. Das sollte funktionieren. Wunderbar. Durchsuchen, durchsuchen. Wir haben es auch schon ganz schön weit geschafft. Das erstmal. Okay, dann ist bald das. Gut. Und dann den Schlägerhelm. Oh, da war noch was. Ein roter Apfel, na Gott sei Dank. Habe ich den nicht zurückgelassen. Kann mir zwar nicht vorstellen. Oh, da ist auch schon eine Stele. Nice. Den nehmen wir gleich mal mit. Dann kann ich auch schon raus hier. Weiß nicht, die ganzen Schätze hier muss man nicht unbedingt mitnehmen. So, antike Städte finden. Wenn sie schon mal da sind, dann kann man das machen. Ach, das einfach wegziehen hier. Dann sieht man da hinten auch schon den Schatz. Natürlich. So. Oder man kommt hier ganz einfach raus. Man kommt hier einfach raus. Sehr schön. Wunderbar. Haben wir es abgeschlossen. Ach, schön. Schön, schön, schön. Werde ich mir gleich mal einen Fähigkeitenpunkt aussuchen. Oh, war schon drauf. Gut, 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 gut. Das geht noch nicht natürlich. Schattenattentate, ja, das wäre nice. Offenbarung. Hm. Geheimnisse offenbaren, ich weiß nicht. Oder soll ich wieder mal auf Brand setzen? Oder hier mit der Bogen? Ach, ich mach mal den Bogen. Benutze ich ja in letzter Zeit auch ganz schön viel. So, eine zweite Stele wird hier zwar nicht sein, aber ich werde mir trotzdem das Fragezeichen holen. Damit ich später irgendwann mal weiß, was hier vor sich geht. Okay, dann einfach hier rauf, ja. Wenn ich das nächste Mal wieder mal hier runterkomme, dann kann ich das ja mitnehmen. Weil jetzt erstmal straight nach oben. Also nach Norden eigentlich. Ach ja, es ist so ein schönes Spiel. Es ist so ein wunderbares Spiel. Ich hoffe, ich kann dann auch die Quest abgeben. Dass die dann also wirklich endgültig fertig ist, so meine ich das. Okay. Hypermestra-Lager. Mestra-Lager, irgendwie so. Okay, dann von hier außen und dann nach innen. Ich muss mich verstecken. Und weiter. Ella. So. Bin schon weg. Das nehmen wir mit. So, Phobos, du kannst das. Kein Problem für Phobos. Wunderbar. Ella. Ella. Seefahrer-Doc. Okay. So. Los. Da
waren wieder zu Fuß unterwegs. Geht schneller dann, wenn man irgendwo drüber klettern muss. Okay, eine Höhle wieder. Die Butades-Höhle. Na, wunderbar. So, aber jetzt gebe ich die Quest ab. Ja, nur die Höhle aufgedeckt. Muss ich jetzt nicht alles machen. Beim ersten Durchlauf, wie ich privat gespielt habe, habe ich mir gedacht, ja, deckst du alle Fragezeichen auf und machst einfach alles. Ja, natürlich. Irgendwann wird man dann auch leid, dass man hier alle Fragezeichen aufdeckt und dann denkt man sich, nein, ich will einfach nur wissen, wie es weitergeht. Ja, also wirklich alles hier machen, alle Nebenquests und so, das funktioniert nicht. Die Hauptstränge habe ich alle abgeschlossen. Da weiß ich schon mal, um was es geht, wie es geht. Aber, ja. So, alte Dame, was gibt es? Gib mir endlich, was ich verdiene. Und ich verdiene die Weltherrschaft. Die Löwen werden das Dorf nicht mehr belästigen. Ich hätte beinahe ein wenig an dir gezweifelt. Was hieltest du für die beste Methode, ihr Problem zu lösen? Ich half dem Mann, für den die Löwen jagten. Er wollte sie weglocken. Und ich glaubte ihm. Eine einfühlsame Reaktion voller Glauben an die Menschheit. Warum war es die richtige Entscheidung? Ich tat mein Bestes und hoffte, ich habe mich richtig entschieden. Meine Entscheidungen waren richtig, weil ich es sage. Nee, weil ich es sage. Ich bin die Adlerfrau, Nachfahrin des Leonidas. Meine Entscheidungen sind richtig. Nur die Götter haben das Recht, mir zu widersprechen. Ah ja, jetzt verstehe ich dich besser. Was verstehst du? Die ganze Welt ist es verstehenswert. Eine Belohnung für deine Weisheit. Vielen Dank. War das alles? Nicht unbedingt. Es liegt an dir. Du hast dich schon einer Insel mit Löwen gestellt. Möchtest du die Geheimnisse einer in Feuer und Rauch gehüllten Insel entdecken? Da war ich schon. Ich offenbare das Wesen der Insel. Gut. Ich bin beinahe von dir beeindruckt. Tatsächlich. Ich sollte beeindruckt sein. Ich würde dich gern zu der Insel des Rauchs und der Flammen schicken, aber einer meiner Partner hat meinen Schlüssel zum dortigen Gewölbe. Ohne Schlüssel ist die Reise sinnlos. Ist er so merkwürdig wie du? Das ist beinahe amüsant. Mein Partner lebt auf dem Friedhof, den du für mich besucht hast. Er ist ein Einsiedler. Er hat Zeit für Gespräche, sogar mit dir. Ich hol dir deinen Schlüssel. Oh, ich sehe schon. Gut, Prüfung des Glaubens. Prüfung der Anpassungsfähigkeit, okay. 640 Meter, oh Mann. Kann ich da schnell Reise hin machen? Sehe ich sie irgendwo? Ich sehe es nicht. So, aber jetzt müsste ich sehen. Jetzt habe ich mich mal richtig gedreht. Ah, da oben. Okay, einfach eine Schnellreise hinmachen, ja. Sollte besser sein, schneller sein. Jetzt würde ich irgendwie keine Zeit mehr verstreichen. Und die Fragezeichen habe ich auch schon aufgedeckt, also warum nicht? Antike Piraten. Piraten bevorzugten kleine, leichte und schnelle Boote für Kaperfahrten im Mittelmeer. In Kriegszeiten wurden sie von Armeen angeheuert, um den Feind zu stören. Krass. Also auch eine Art Söldner. Und ich hätte gedacht, die Quest wäre wirklich vorbei, aber... Tja. Ihr kennt das ja. Peloponnesischer Krieg. Ja, ja. Wenn die Schnellreise nur nicht so lange dauern würde. Das ist ein Widerspruch in sich. Aber egal. So, runter hier. Na, so viel schneller war das jetzt, glaube ich, nicht. Da wäre es mit Phobos, glaube ich, auch schnell gegangen. Aber zumindest auf die Insel des Hephaistos kann ich mich dann schon mal teleportieren. Denn von der hat sie sicher gesprochen und die Tür, die haben wir gesehen, wo man nicht reinkam und da war wahrscheinlich auch, oder ist auch die letzte Truhe drinnen.
So. So, Alter, gib mir den Schlüssel. Gib ihn mir. Die Eule wusste, dass du zurückkommen würdest. Sie ist Athenas Lieblingsvogel. Ich bin hier wegen des Gewölbeschlüssels. Was machst du denn hier? Das ist beinahe lächerlich. Willst du sagen, er ist nicht hier? Er ist an einem sicheren Ort. Unter Wasser, im Wrack des Ariabignes. Das klingt nicht wirklich sicher. Wieso nicht sicher? Er ist von sehr vielen Beschützern umgeben. Warum bekomme ich nie die einfachen Aufträge? Ja. Wer weiß. Oh Mann. Alter. So, finde unerkundete Schiffswrack, um den Schlüssel an dich zu nehmen. Befindet sich in Attika. Nordöstlich der Insel Salamis. Das ist doch Attika. Nordöstlich der Insel Salamis. Das müsste dann hier irgendwo sein. Da ist aber nichts mehr. Da ist kein Schiffswrack. Warum liegt der da? Ach, das ist noch immer der, der geschickt wurde. Von Athena. Hier gibt es überhaupt kein Schiffswrack mehr. Das ist die Insel Salamis. Okay, das müsste dann hier irgendwo sein. Na gut. Auf geht's. Unter Wasser, nördlich, nordöstlich der Insel Salamis. Ja. Da ist ein Kopfgeldjäger, aber die sind gerade Gott sei Dank nicht auf mich aus. Oh, ein Wölfchen. Bitte nicht. Natürlich. Vorboss! Ah! Warum läuft der immer weg? Komm schon. Ja, ja, Wölfchen. Ist schon gut. So. Persische Triere. Neuer Ort entdeckt. Ja, wie du so stehen kannst, das verstehe ich immer noch nicht. Phobos. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Da kann ich nicht einfach das Schiff kapern. So, einfach mal auf die Insel rüberschwimmen. Oh Mann, ich hasse diese Quest schon langsam. Die ist sehr, sehr aufwendig. So, zum Boot schwimme ich einfach. Das Boot kann ich gebrauchen. Mich wundert es gar nicht. Also mich wundert es irgendwie, dass es in diesem Spiel keine Angelsequenzen gibt. Das gibt es in letzter Zeit bei irgendwie jedem Spiel, bei Red Dead Redemption 2, Far Cry 5. Aber hier, gerade wo es so viel Wasser gibt. Naja. Ist eben so. So, Schiffchen, Bötchen, Bötchen, also ein Bötchen. So, los geht's. Oh, oh. So,
So, und ich schippe jetzt einfach hier mal lang. Und irgendwann wird mir Ikaros sowieso sagen, ja, hier, da ist es. Hoffentlich. Und da ist es. Sehr schön. So, Schlüssel holen und dann ab zur Insel. Ab auf die Insel. So. Heilchen. Und hier kann ich jetzt auch noch untersuchen. So, irgendwo hier. Okay. Sprich mit der Frau. Ach Gott. Muss das sein? So, schnell auf die Insel. Eine Schnellreise. Oder kann ich jetzt hier direkt auch vom Wasser aus? Das wäre mir sehr genehm. Wo ist die denn? Ich sehe sie nicht. Da! Oh Mann, und hier ist kein... Oh Gott! Ach. Muss ich eben dieses hier nehmen. Tut mir leid, dass es so lange dauert, diese Quest, aber ich habe sie auch nicht erfunden. Wendet euch da bitte an Ubisoft. Immer nur Probleme gibt's da. Es gibt immer nur Probleme. Aber ich würde gerne wissen, was da als Belohnung auf uns wartet. Die Perserkriege endeten... Was? Endeten mit dem unerwarteten Sieg der Griechen über das größte Reich seiner Zeit, das der Perser. Oh. Das war's also. David gegen Goliath. Vergiftete Angriffe, seid tapfer. Aber pass auf Spinnen und Schlangen. Auf Spinnen habe ich noch gar keine gesehen. So. Wohin? Dahin. Quest abgeben. Gut. Es ist sehr viel Herumgereise hier. Ich meine, ist ja schon in Ordnung, aber dass man dann so einen Schiffswrack auch noch untersuchen muss, das hätte man sich sparen können. Ich habe es mir zwar gedacht, dass das nichts wird, dass der Typ uns das einfach gibt. Aber dass man dann wieder einen Schiffswrack suchen muss, das ist dann doch etwas zu viel verlangt, finde ich. So, jetzt erstmal die Markierung aufheben. So. Nein, ich will hier raus. So, um zum Questziel bitte. Ja, und das geht sich in dem Part schon wieder nicht aus. Dabei habe ich diesmal wirklich fast nichts anderes gemacht. Außer die Quest. Aber mit den ganzen Schnellreisen zwischendurch. Ist das leider... da bin ich Fragezeichen. Nein. Jetzt lasse ich das wirklich. Mit den ganzen Schnellreisen hin und her und... Da noch kurz und dort noch kurz und dahin und reden und ja. Ihr wisst, was ich meine. So, einfach hier runter und da ist sie auch schon wieder. Ich habe den Schlüssel. Ja, komm, rede mit mir! Rede! Stell dich Rede und Antwort. Na, was ist mit dir? Willst du nicht reden? Sie will ganz einfach nicht. Ach, komm schon. Ich habe den Schlüssel. Dein Partner hatte ihn wirklich gut geschützt. Das sollte er auch. Er war teuer genug. Womit verdienst du eigentlich deine Drachmen? Ich brauche nur sehr wenig und bezahle nur für wichtige Dinge. Ich bin beinahe sparsam. Den Schlüssel habe ich. Muss ich sonst noch etwas tun, bevor ich die Insel des Feuers besuchen kann?
Sag du es mir. Fühlst du dich bereit, die Schmiede des Hephaistos zu erkunden? Natürlich. Moment. Du willst mir vorher keine seltsame Frage stellen? Vielleicht fällt mir später noch eine ein. Ich bin bereit, die Insel zu erkunden. Gut, du beweist, dass du würdig bist. Ach, das bin ich? Beeindruckend. Es gibt eine Insel, die von Rauchwolken umgeben ist und wo die Erde brennt. Die Schmiede des Hephaistos. Dort befindet sich ein legendärer Helm. Bring ihn mir, damit ich ihn untersuchen kann. Ziemlich gefährliche Reise für einen Helm. Das ist bei weitem nicht der einzige Schatz dort. Du kannst alles, was du findest, behalten. In Ordnung. Ich reise zur Insel und hole den Helm. Ja. Und das machen wir. Aber nicht mehr in diesem Part, liebe Leute. Prüfung des Mutes. Ja, wir waren ja schon auf der Insel. Ha! Gott sei Dank. Kann ich auch eine Schnellreise hinmachen, das ist wunderbar. Aber dieser Part ist jetzt erstmal vorbei, liebe Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.